Moin Moin meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zum dritten Part von Risen 3 Titan Lords. Ach komm schon! Da ratte mir doch einer ein, ey. Hey, da rattet mal, wer da kam. Rohes Fleisch bekommen. Wurfdolch. Wurfdolch. Wurfdolch, toter Pirat. Irgendjemand hat ihn erschlagen. Was das wohl war, ne? Bist du dir da sicher, mein Freund? Ein Geisterpilz? Jetzt hast du das davon. Jetzt bist du eine tote Ratte. Viele Wurfdolche. Was das hat zu bedeuten. Wir müssen auf jeden Fall hier oben weiter. Ich zück schon mal meinen Säbel hier. Der Frieden ist doch. Ist ja grauenvoll. Aha. Kann die sich jetzt nicht mal verziehen, die braucht sich mir nicht anschließen. Da bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte ein paar Probleme. Der Tempel ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Und genau das ist der Grund, liebe Freunde, warum man niemals auf Frauen hören sollte, wenn es um Geld und sonst was geht. Die sind schlimmer als jeder Steuerfahnder. Finish him! Das war's dann wohl. Hallo, Pirat. Knochen erhalten. Da liegt Kapitän Degenkolb. Ein alter Kontrahent von Admiral Alvarez. Sieht ganz so aus, als hätte unser Admiral einen Feind weniger. Er kam mit seinen Leuten hierher und suchte dasselbe wie wir. Den großen Schatz der Grabenküste. Ich schätze, der Tempel hatte etwas dagegen, ihm seine Reichtümer einfach so zu überlassen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten, bevor uns das gleiche Schicksal ereilt. Weiß Admiral Alvarez eigentlich das, was hier, dass wir hier sind? Weiß Admiral Alvarez eigentlich, dass wir hier sind? Nein. Du hast es ihm also nicht erzählt, dass wir... Ach, komm schon. Er muss auch nicht alles wissen. Ich hatte nicht vor, den Schatz mit Alvarez zu teilen. Auch wenn er sich selbst für so etwas wie den Anführer der Piraten hält. Immerhin riskiert.
Okay. 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 Na, wartet mal. Drücke Enter, um fortzufahren. Ja, bei mir hat das hier ein kleines bisschen zu sehr stark. Ein bisschen zu sehr draufgehauen. Gameplay war das hier. Übernehmen. Ja. Entschuldigung, geht jetzt weiter. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht nochmal neu. Doch. Müssen wir. Okay. Mach doch einfach so, Patty. Ich glaube, das haben wir da jetzt schon weiter gesehen. Ich schätze, der Tempel hatte etwas dagegen, ihm seine Reichtümer einfach so zu überlassen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten, bevor uns das gleiche Schicksal ereilt. Weiß-Admiral Alvarez. Ja. Weiß Admiral Alvarez eigentlich, dass wir hier sind? Nein. Du hast es ihm also nicht erzählt, dass wir... Ach, komm schon. Er muss auch nicht alles wissen. Ich hatte nicht vor, den Schatz mit Alvarez zu teilen. Auch wenn er sich selbst für so etwas wie den Anführer der Piraten hält. Immerhin riskieren wir hier unser Leben. Bekommst du etwa kalte Füße, Patty? Bekommst du jetzt etwa kalte Füße? Dieser Tempel macht mir Angst. Etwas stimmt nicht mit diesem Ort. Wir hätten schon längst etwas finden müssen. Ein Hinweis, eine Spur, irgendwas. Wir waren ja noch nicht überall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch will. Also sei vorsichtig. Ja. Knochen erhalten. Haben wir hier noch etwas rumliegen? Ein Pilz, Proviant erhalten. Das Proviant brauchen wir auf jeden Fall. Da haben wir jetzt alles weg. Wir haben auch nur noch 8 Schafaugen erhalten. Das Gold nehmen wir auch mal mit. Denn Gold ist Gold und Gold ist Gold, ne? Mehr Gold! Nochmal was Proviant erhalten. Oh ne, da gehe ich nicht hin, da weiß ich, was auf mich wartet. Patty schließt sich dir an. Wir gehen jetzt mal schön nach hier oben. Ich weiß, man sollte nicht spoilern, aber ich weiß halt schon, was hier bei diesem Spiel passiert. Ganz genau. Die Pforte zur Hölle.
den Höllenhund bekommen. Was sind das nur für widerliche Kreaturen? Und was ist das für eine Höhle? Ich weiß es nicht. Ich sehe so etwas heute auch zum ersten Mal. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Komm schon, Schwesterherz. Wir sind Kinder vom alten Kapitän Stahlbart. Dem größten Piratenkapitän der Südsee, den es je gegeben hat. Noch zu Lebzeiten hätte Stahlbart bei einem solchen Abenteuer niemals aufgegeben. Irgendetwas geschieht hier. Etwas Bedeutendes. Wir müssen der Sache nachgehen. Sei aber vorsichtig. Da drin sind bestimmt noch mehr. Ja, wir gehen da jetzt rein. Aber vorher hauen wir uns nochmal... Hauen wir uns den Rum hier rein. Was kann hier nur auf uns warten? Aber wisst ihr was, Leute? Das sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und tschüss.